Wir haben uns spontan vermehrt, jede Menge Studiogäste auf einmal da. Nena und Markus, die Hauptdarsteller aus dem Film Gib Gas, ich will Spaß. Und Wolfgang Wolle-Bild, der Regisseur von dem Film, den ihr vielleicht von seinen Musikbeiträgen her kennt. Women in Rock, British Rock, Reggae in a Babylon und was war noch? Brennende Langeweile. Brennende Langeweile. Nena, du, wie war denn das von Mikro weg zur Filmkamera? Was war das für ein Gefühl für dich? Ach du, also ich meine, es hat zwar Spaß gemacht, aber es war auch ziemlich anstrengend. Wir wurden morgens um 6 Uhr abgeholt, abends um 10 waren wir wieder im Hotel. Und ansonsten hatte ich manchmal auch richtige Schwierigkeiten. Also ich musste zum Beispiel irgendwann mal stundenlang in die Kamera verliebt lächeln, ja. Und ich wusste gar nicht, an wen ich da denken sollte. Hast du nicht an dich gedacht, Markus? Was soll denn diese Anspielung bitte? In dem Film seid ihr ja schließlich ein Liebespaar. Markus, wie war das für dich? Ja, es war also auch das erste Mal, dass ich sowas gemacht habe. Und ich muss sagen, es ist mir, die Rollen hatten wir vorher mit Wolli abgesprochen. Es war sehr gut. Wir konnten das Drehbuch mitschreiben. Und das hat während der Zeit dann, haben wir das täglich noch besprechen können. Es war wirklich gut. Ja. Es ist also kein Film, wo ihr jetzt irgendwelche Rollen gespielt habt, sondern eigentlich mehr ein Film, der für euch gemacht worden ist, über euch. Oh, nee. Also ich meine, ich habe das Drehbuch zu dem Zeitpunkt bekommen, als unsere Platte noch gar nicht draußen war, beziehungsweise die war draußen, hat aber nur 1500 Stück verkauft. Und Wolli ist nach Berlin gekommen, hat mir das Drehbuch auf den Tisch geknallt und ich fand das alles ganz toll und so. Und habe mir gedacht, warum soll ich nicht mal so einen Ausflug machen in so eine ganz andere Materie. Und ich habe auch ziemlich viel gelernt dadurch, aber ansonsten ist mir die Musik doch am wichtigsten. Olli, du hast Nena und Markus als Hauptdarsteller ausgesucht. Wie bist du denn auf die beiden überhaupt gekommen? Ich wollte schon seit vielen Jahren einen lustigen Film machen, wo Musik drin war und eine Geschichte, richtig. Und da gab es in Deutschland nie Leute, die mir irgendwie persönlich gefallen haben oder die auch Persönlichkeit hatten, irgendwas zu spielen. Und einmal sah ich dann die beiden. Also Nena hatte ich schon mal vor längerer Zeit gesehen, als er noch bei den Stripes gespielt hat. Und Markus habe ich zum ersten Mal im Fernsehen gesehen und die Platte gehört. Und da habe ich mir gedacht, dass man mit den Leuten gut was machen könnte. Und dann habe ich mir mit jemandem eine Geschichte, so eine grobe Geschichte ausgedacht. Mir habe die beiden kontaktet und dann haben wir gemeinsam eben mit Video noch dran gearbeitet und dann ist dieses Projekt entstanden. Also ich will noch mal etwas sagen, weil ich werde das so oft gefragt, ob ich in dem Film mich selbst gespielt hätte oder nur laut Drehbuch und so. Und ich kann dazu eigentlich wenig sagen. Das war auch das Tolle an der Sache, dass sich das alles so vermischt hat, ja. Also man hat teilweise sich selber gespielt und andererseits ging es dann auch nur noch so laut Drehbuch und das fand ich ganz dufte. Also dass man auch ruhig mal sagen konnte, wenn mir irgendwas nicht gefallen hat, bin ich zu Wolfgang gegangen und habe gesagt, du, das kann ich nicht sagen und so. Also es war im Prinzip nicht eure Geschichte, die ihr gespielt habt, aber ihr habt die Geschichte von den Personen mit euren Persönlichkeiten spielen können, ohne jetzt in die Rolle von jemand anderem schlüpfen zu müssen. Also ich wollte für mich immer mal, das zu. Ja, ich wollte immer mal so einen Film machen, also der heute, hier und heute spielt, mit Musik von hier und heute, weil die im Moment wirklich gut ist. Man kann deutsche Musik sich sehr gut anhören, das ist, hat internationalen Charakter bekommen. Und damit einen Film, der die Geschichte von drei jungen Menschen behandelt, also die Probleme, die es gibt und die Schwierigkeiten, aber auch das Schöne und das Positive daran, wenn so Beziehungen entstehen, das wollte ich gerne mal zeigen und es hat mir sehr viel Spaß gemacht, das in dem Film. Gehen wir mal vom Film auf die Musik jetzt. Ja. Mhm. Ihr geht jetzt dann auch zusammen auf Tour noch mit Relax und Hubert K., so eine Package-Tour. Ja, die wird super werden, glaube ich. Die geht durch 19 Städte, durch ganz Deutschland. Und ich habe also schon mit einigen Leuten drüber gesprochen, also anderen Bands, die mitmachen, was da an Backstage passiert, also auf der Bühne, was da an Bühnendekoration ist und an Show. Und das, glaube ich, wird eine Riesensache werden. Alles aber an einem Abend, jetzt. Vier Bands. Ich glaube sowieso, dass du immer so ein bisschen traurig bist, wenn du allein unterwegs bist und deine Band nicht dabei ist. Ja, unbedingt, weil, also ich meine, die Medien und was es alles so gibt, also die machen sich das ziemlich einfach, die nehmen sich immer mich. Und die begreifen das eigentlich nicht, dass wir eine Band sind. Das ist mir und das ist uns allen so wichtig, ja. Und die Leute, die unsere Platten kaufen und die uns auch Fanpost schreiben und so, die haben das alle geschnallt, ja. Mhm. Nur die Leute von der Presse, die machen das sich so einfach, dass es mich so ärgert, ne. Und deshalb dann sagen wir das jetzt nochmal ganz offiziell. Nena ist nicht nur Nena, sondern Nena ist eine ganze Band. Das ist nett, danke. Und er hat auch einen Film zusammen mit Markus gemacht und davon sehen wir jetzt noch einen letzten Ausschnitt. Ich sitze hier auf meinem Stern und lasse alle Füße
den Baumen. Oh, ich warte auf die Nacht, denn da kannst du mich gut sehen. Ich hab so Sehnsucht, bin allein. Bitte komm doch heute noch. Ja, wir lieben uns noch von der Ferne. Das kleine Mädchen und der Prinz vom Stern. Onkel Mond, Cousine Mars und die tausend Sternverwandten, sie helfen uns, was keiner weiß. Wozu hat man denn Verwandte? Sie halten nachts den Himmel frei, dann kannst du senden. Ein Telefon, das haben wir leider nicht. Doch du schreibst mit dem Taschenlampenlicht. Kleine Taschenlampe brennt. Schreib, ich lieb dich in den Himmel, oh, dann weiß ich es genau. Keine Macht kann uns mehr trennen. Ich schalt mich ein, ich schalt mich aus. Ich glüh in 100 schicken Farben. Ein paar Sternchen pflück ich dir und bin gestreuselt aus Kometen. Wir lieben einsam, aber wahr. Keiner wird uns trennen. Im Universum flüstert man sich zu. Der kleine Prinz hat nachts ein Rendezvous. Kleine Taschenlampe brennt, schreib, ich lieb dich in den Himmel, oh, dann weiß ich es genau, keine Macht kann uns mehr trennen. Kleine Taschenlampe brennt, schreib, ich lieb dich in den Himmel, oh, dann weiß ich es genau, keine Macht kann uns mehr trennen. Kleine Taschenlampe brennt, schreib, ich lieb dich in den Himmel, oh, dann weiß ich es genau, keine Macht kann uns mehr trennen.